Ne, der ist vermutlich gleich jetzt. Da wird er ankommen. Da fährt er doch mit seinem Flugzeugträger noch Ach, hin. hier ist er, ich sehe ihn. Wo? Ja, er kommt gerade an. Den hört man ja gar nicht. Er ist genau an der Grenze zu dem Gebiet, das ich noch nicht erkundet habe. Ja, da unten habe ich auch noch nicht erkundet. Da sehe ich ihn jetzt. Ich hoffe, er hat Fruchtbarkeit Gemüse. Zeigt alle Items? Nee, wo muss ich denn gucken? Nach Fruchtbarkeit? Ja, er hat natürlich nur Hartweizen, sehe ich gerade. Er hat, oh, geil, das Obst gerade. Wo siehst du das denn? Ich habe bei ihm gerade, ich habe gerade für 500, habe ich einmal die Seiten umwechseln lassen. Da ist jetzt Fruchtbarkeit Obst. Das ist das Geilste. Damit kann ich in die nächste Stufe aufsteigen. Warte, wo ist das? Saatgut Obst wird verkauft. Ich könnte jetzt auch einmal rotieren. Ja, bitte nicht. Na gut, dann lasse ich's. Aber ich möchte auch noch mal gucken, ob der dann Trüffel kriegt. Sag mal, für den Fall, dass er keinen Trüffel hat. Ja? Wo kriege ich denn sonst Trüffel her? Wer verkauft denn noch was? Die Rodriguez? Ja, die Rodriguez verkauft. Und wenn ich Okay. Moreau, glaube ich, verkauft auch. Ich gehe gerade gucken, ob auf einer der Inseln hier Trüffel ist. Ja, unten auf der einen Insel mit 150 Ökobilanz plus, da wären so ein Trüffel. Zur Not kannst du ja auch einfach dann. Wo? In der Nähe da bei Trenchcoat? Nee. Das reicht ja. Ach, ist das hier? Ja, das ist Trüffel. Nehmen an der Och, das Insel ist die. ja eine. Das ist eine süße Insel. Dann nehmen Dann wir habe an. ich. Dann habe ich ja sogar ein Dreieck. Ein Inseldreieck. Das Bermuda-Dreieck. Die Insel, die nehme ich. Hier habe ich auch noch drei Minen. Da baue ich dann schön Eisen ab. Oder? Hier ist doch Eisen, Kannst du ja oder? gleich so eine Wirtschaftsinsel dir gönnen. Ja, ich werde auch. Ich muss irgendwann noch mal auf meiner Hauptinsel die ganze Wirtschaft noch mal irgendwie umstrukturieren. Das wird aber dann irgendwann ein Großprojekt, wenn es alles irgendwie rein von der Bevölkerung und von den Bedürfnissen her läuft. Aber das ist daran ist jetzt gerade noch gar nicht zu denken. Oh, ich mache ja gerade so einen Auftrag für die Rodriguez. Ah, die Rodriguez habe ich zumindest schon mal gefunden. So, was Ja, wollte ich auf jetzt meiner machen? Insel, das ist ja der große Vorteil bei mir, muss ich nicht so viel an meiner Wirtschaft umstrukturieren, weil die sehr schon sehr, weil ich von Anfang an ja schon hier alles auf super mega ordentlich umgeschaltet habe. Nichts gegen deine Insel. Nee, ich wollte das ja so. Du, aber ich muss sagen, dafür sieht das auch alles sehr interessant aus, muss ich sagen. Exotisch. Andere. Chaotisch, exotisch. Genau, ich glaube, das ist das Motto, was dahinter steckt. Aber irgendwann wird es zur Struktur. Würde ich auch sagen. Und die. Wie sieht es eigentlich mit dem Bio-Produkt? Oh, schon bei 34, ey. Die Lager füllen sie sich. Nee, da wollte ich keine Bude bauen. Gold. Jetzt mache ich mich wirklich doch nochmal daran, dass ich Das Häuser baue. Atomkraftwerk? Also das musst du doch hinkriegen, ey. Das Das werde ich. Atomkraftwerk. Das werde ich auch Aber noch in dein unseres. Kohlevorkommen ist echt schon am. Am Kratzen. Das ist, sieht wenig aus. Also der Balken ist ziemlich weit unten im Gelben, aber da steht Thorntown verfügt über 89.452 Tonnen Kohle. Das ist viel. Das ist wohl noch ein bisschen, hast du wohl noch ein bisschen was von. Ja, ist ja gut. Siehst du, und frei nach meinem Motto habe ich jetzt sogar weitergebaut. Einmal um dieses Informationszentrum drumherum. So, was fehlt denn denn jetzt noch? Aktivität. Ach, oh nee, ne? Die wollen jetzt noch ein Casino haben. Ach shit, habe ich dafür überhaupt noch Platz? Ach ja. Ach Wie viele ja. Einwohner hast du denn jetzt? Ich kann sofort gucken. Ich möchte noch einmal kurz dieses Casino setzen. Kannst die globale Statistik da oben auch sehen. So, wo habe ich denn? 3000 Einwohner. 1200, 5, 6, 7. Bei meiner Stadt ändert sich schon so seit Tagen gefühlt nichts. Weißt du, was cool wäre, Anno? So Tag-Nacht-Zyklus. Das wäre geil. Oh. Ach so, den geht langsam die Nahrung aus. Wie brauchen wir? Ich brauche mehr Burger. Was ist das denn? Mitbestimmung. Burger. Och nee, die wollen ein Gericht haben?
Bedürfnis nach Mitbestimmung. Ach, Finanzzentrum. Ja, bei mir ist das ein Senat oder... Nee, wie heißt es bei mir? Bei mir heißt es Kongresszentrum. Was haben wir hier nochmal? Munitionsfabrik, die ist voll, okay. Beton habe ich auch, Beton habe ich auch. Wie sieht's mit Eisen aus? Ja, läuft. Ich werde auch gleich zu Trenchcoat fahren und das dann mitnehmen. Oh, läuft nicht, ich brauche Eisen. Wie sieht's aus? Die Eisenmine läuft auf 100. Die auch. Welche Produktion ist still geblieben? Auf meiner Zweitinsel. Ich habe zu viel Öl! Nein! Sag mal, hast du jetzt eigentlich von Trenchcoat was gekauft, oder? Ich sagte doch eben. Ich fahre da jetzt hin. Hab ich gar nicht gehört. Hör mal, wer sagt so, du? So, jetzt brauche ich erstmal ein Konto auf meiner Trüffelinsel. Ja, Trüffelinsel. Aber dafür muss ich erstmal ein paar Bauzellen und so weiter wieder haben. Aber ich muss sagen, das Szenario von 2070 gefällt mir richtig gut. Ist halt mal was komplett anderes im Vergleich zu den älteren Annos, ne? Ja. Ich würde mir so ein Anno wünschen, was so im 19. Jahrhundert spielt. Wo man auch so richtig Nationen bilden kann oder so. So, die Seite ist die richtige. Wer schifft denn da hinten rum? So ein weißer Punkt auf der Karte. Oh, bro. Feindliches Kriegsschiff! Wo? Wo auf der Karte? Bei Trenchcoat in der Nähe. Da bist du doch auch. Ja. So, wo sinkt jetzt wieder meine Wirtschaft? Oh, jetzt habe ich wieder eine Ökobilanz von Minus. Egal. Egal, scheiß auf die Ökobilanz. Das Schiff greift mich an. Feindliches Krieg. Hilfst du mir? Wie kann ich das machen? Das Schiff hat mich angegriffen. Wie mache ich denn das? Wie helfe ich dir? Ich habe ja keine Waffen dabei. Indem du darauf... Wo ist das Schiff denn? Ist doch gar nicht mehr da. Doch, das Schiff ist immer noch hinter mir her. So, jetzt habe ich mal Rechtsklick drauf gemacht. Fährt mein Schiff los? Ja, mein Schiff fährt los. Ich weiß noch nicht, ob es schnell genug ist. Wir haben ja ungefähr das gleiche Tempo alle. Wie lange ist Trenchcoat denn noch da? Ach, eine halbe Stunde, es geht ja. Guck ich mal, ob ich da was bereisen kann. Shit, jetzt fehlt mir wirklich die Kohle. Ich muss jetzt... Wie viele Tonnen Treibgut muss ich jetzt... Ich muss hier so einen Mega-Auftrag für Jana Rodriguez machen, nebenbei immer so ein bisschen. Dann werde ich gleich... Saatgut Obst einlösen. Oder so, gut. Ne, ich glaube, dein Schiff hole ich glaube ich nicht ein, dein Kriegsschiff. Vor allem, weil mein Schiff jetzt aus irgendeinem Grund stehen geblieben ist. So, ich fahr jetzt mal hier hin. Hast du jetzt eigentlich schon bei Trenchcoat gekauft? Ja, ich hab's jetzt. Das Gute ist, jetzt gerade auf meiner Zweitinsel habe ich noch haufenweise Kohle. Oh. Bei mir sieht es auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also, meine Wirtschaft floriert. Ich bin sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Ja, ich kann auch nicht klagen. Wie sieht es also, bei dir mit deinem Plus aus? Ich habe keinen Plus. Oder wie sieht es mit deinem Geld aus? Minus 119. Dann solltest du mal arbeiten. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich, meine Insel leidet ständig an Energieknappheit. Dadurch sind natürlich deine Produktionsketten zwischenzeitlich unterbrochen. Aber mein eines Kohlekraftwerk hat keine Produktion, weil Kohle fehlt. Das ist so ein Teufelskreis irgendwie. Du brauchst das Atomkraftwerk langsam. Dann kannst du viele dieser Dinge auch einfach mal weghauen. Kann ich auch die Schaufelradbagger weghauen, ne? Ja, genau. Jetzt gerade leckt das Spiel wieder bei mir so ein bisschen. Würdest du einmal speichern? Natürlich. Einfach nur aus reinen Sicherheitsgründen. Ja, natürlich. So. Ja, jetzt speichert er gerade. Hoffentlich. Jetzt stürzt er ab. Bitte nicht.
Nee, jetzt hat's geklappt. Läuft's bei dir auch wieder? Ja, klar. Ich werde jetzt erstmal Saatgut Gemüse wegbringen. Ich habe gerade wieder so eine richtig geile Musik hier. Oh, dann Karl. Also, ich habe wieder nicht zugehört. Was hast du jetzt gesagt? Warst du schon mal Trenchcoat oder nicht? Das habe ich vor 5 Minuten schon gesagt, dass ich bei Trenchcoat wäre. Ja, ich war bei Ja, Trenchcoat gut. und ich sagte Dann eben, kann dass ich da ich. jetzt, dann kann ich jetzt ja gucken, dass ich da irgendwie Trüffel herkriege. Ich gehe mal eben unten bei Jana Rodriguez gucken. Die verkauft gerade Saatgut Mais. Und Moreau. Der verkauft ja gerade Saatgut Reis. Okay. Und hier oben, was verkauft er? Och Hier? Mann. Was denn? Ja, der Moreau verkauft nichts. Der Moreau, der Trenchcoat verkauft kein Trüffel. Ey, bei Rodriguez, da schwimmen Killerwale, Orcas. Nachbar bringt Saatgut aus. Ach, du hast Saatgut ausgebracht. Was hat denn die Rodriguez? Reis. Gemüse. Reis. Mist. Wo kann ich gucken, ob Moreau was verkauft? Ja, indem du auf Moreau raufgehst. Aber auf welchem Moreau? Kannst auf den oberen gehen. Kann ja mal gucken. Ach hier. Ach, der verkauft jetzt auch Obst. Reis, Tee, Kaffee. Oh Mist, das hat jetzt das ganze Rumrotieren und meine Credits nach unten geprügelt. Wie viel Credits Aber hast du egal. denn noch? 27.000. Wehe, du gibst mir jetzt schon wieder irgendeine Friedenanspritze. Oh, jetzt hat sich gerade. War nur 500. Du willst unbedingt Handel betreiben, ne? Was erwartest du von mir? Was darf ich für dich tun? Ich erwarte noch gar nichts. Warte mal, was für Materialien brauche ich für ein Kontor? Ich würde mal sagen, Werkzeug und Bauzellen. Gut, dann werde ich mir die nochmal besorgen, damit ich dann endlich meine Trüffelinsel besiedeln kann. Trüffelinsel. Ja. Trüffelinsel. Trüffelschweine. Trüffelinsel. Trüffelinsel. Irgendwie habe ich das Gefühl, das soll jetzt nicht zu negativ rüberkommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt gerade ist bei mir so ein bisschen Leerlauf. Warum? So minimal. Weil es ist irgendwie so, alle möglichen Produktionen stehen irgendwie still, weil mir einfach entweder Energie oder irgendwelche Rohmaterialien Dann fehlen. solltest du dich jetzt wirklich aktiv darum bemühen, dein Atomkraftwerk endlich hinzubekommen. Ja, und deswegen werde ich mir jetzt, bevor ich mich um Trüffelschweine kümmere. Ich glaube, du, vor allem weil die dritte Tycoon-Phase so mega energiereich ist für all deine Produktionsketten, aber auch für deine ganzen Ökobilanzgeschichten, bist du darauf angewiesen, eigentlich jetzt ein Atomkraftwerk zu setzen. Okay, ich brauche Stahl, Beton, Werkzeug. Ich bin der Jäger des verlorenen Treibguts. Das kam bei mir auch gerade, dass du ein Achievement gekriegst. Kriegst. Du hast ein Gekriegt. Achievement gekriegst. Du hast ein Achievement Ja, gekriegt. ich habe So, hoffentlich momentan, habe ich ich habe. noch Stahl. Ja. Ich finde es eigentlich mal cool, wenn man mal so ein paar Aufträge kriegt. Weil da sonst nicht so oft die Möglichkeit. Die Moreau-Insel. Ich muss ja eigentlich bald schon wieder übersetzen auf die nächsten. Ja, Moreau ist gar nicht weit weg von mir, ey. Die Insel habe ich eigentlich schon so ziemlich ausgeschlachtet. Gut oder schlecht? Fragezeichen. Wenn wir das Add-on installiert haben, Leute, dann können wir Inseln auch per Aktion, also Aktienmehrheit, übernehmen. Das heißt, man kann Sag Tag mal, an. Ja? das Add-on heißt ja die Tiefsee. Ja? Warum heißt das so? Kann man da jetzt wirklich unter Wasser bauen? Das kannst du jetzt auch schon. Was? Wie Ja? jetzt? Ja, klar, du kannst unter Wasser bauen. Jetzt vielleicht noch Mann. nicht, weil du die Tech-Technologien. Tech-Techn. Ja, Ach, die Tech. Techs. Die guten alten Das Techs. mache ich aber erst, wenn alles so weit getan ist, dass ich auch Öl fördern kann, um das großmarkttechnisch zu verkaufen. Verkaufen! Zu verkaufen, verkaufen, verkaufen. Du Valerosa kaufen! Valerosa kaufen! Ach, jetzt fehlt mir Werkzeug. Werkzeug? Werkzeug, Werkzeug! Werkzeug! Ölraffinerie. Aus ihr gehen Gase Jetzt hervor. hat man jetzt wieder perfektes Beispiel, wo man sieht, wie unorganisiert ich doch eigentlich bin. Ich karre jetzt mein leeres Schiff zu meiner Hauptinsel, um von da Werkzeug zurückzubringen, um dann wieder ein paar Mal hin und her zu fahren und von meiner Zweitinsel Sachen zu meiner Erstinsel zu bringen. Warum nehme ich nicht jetzt einfach schon was mit?
Ja, mach doch eine Handelskette auf. Florian, unten neben diesen zwei Händeschütteln.